Battlestate Games hat Shooter Born in Heaven abgeändert. Und zwar müssen wir jetzt nicht mehr Headshots auf 125 Meter machen, sondern ab jetzt ist es wieder die typischen 100 Meter, wie es in den vergangenen Wipes war. Freunde, für die Leute, die neu sind, ich bin der Nico, der Twitch-Twistage in seinem Startzeit. In diesem Video, bzw. in diesem Play-by-Play, geht es explizit um meine zwei Lieblingswaffen für Shooter Born in Heaven. Falls ihr das Play-by-Play-Format noch nicht kennen solltet, hier geht es einmal darum, wie verarbeite ich bestimmte Audio-Cues, während ich in einem Raid bin, wie agiere ich in bestimmten PvP-Szenarien und so weiter, in der Hoffnung, dass ihr möglicherweise euch was abgucken könnt oder ja, vielleicht einfach ein paar dumme Fehler, die ich mache, halt einfach nicht macht. Und ohne großartig mit dem heißen Brei rumzureden, hier sind wir auch einmal bei den beiden Waffen angekommen, nämlich einmal der SCAR-H in der 762x51 NATO-Variante und natürlich auch der DTMDR in der 762-Variante. Beide Waffen haben halt den Vorteil, dass man sie auf Full Auto umsteigen erstellen kann. Das heißt also, wenn man zum Beispiel Shooter Born in Heaven mit einer anderen Quest irgendwie vermischt, ist man im Close Quarter Battle nicht komplett irgendwie aufgeschmissen. Das heißt, man hat keine Bolt Action Sniper dabei und man hat halt keine Semi-Auto-Waffe dabei. Mit Full Auto hat man halt einfach in gefühlt jeder Situation immer noch einen Vorteil und kann deutlich besser reagieren, meiner Meinung nach. Deswegen greife ich in den meisten Fällen zu diesen Waffen. Außerdem verschießen diese wunderbaren Waffen, wie gerade schon erwähnt, das 7.62 NATO-Kaliber, das heißt M80 und Co. Das Kaliber ist saugeil, weil, ich meine, Nullung in dem Fall auf 150 Meter eigentlich praktisch unnötig ist bei den meisten Scopes und gerade auch bei den meisten Szenarien halt, weil die Kugel halt einfach immer gefühlt dort ankommt, wo sie hinkommen soll. Macht das halt wirklich angenehmer, wirklich mal eben, wenn es schnell gehen muss, einen Shot zu treffen, der auf Distanz irgendwie passiert, weil gerade wenn man zum Beispiel ein bisschen aggressiver unterwegs ist, kann es halt häufig mal passieren, dass man nicht großartig viel Zeit hat zu nullen und ja, einfach reagieren muss. Aber lass uns die beiden Waffen uns mal genauer angucken, nämlich einmal die 762er SCAR. Hier haben wir mehr Recoil, eine kürzere Waffe, was nice ist für Close Quarter Battle, und eine höhere RPM, heißt höhere Feuerrate, was auch wiederum nice sein könnte für Close Quarter Battle, denn desto mehr Kugeln man raushaut, desto besser wird sich das Ganze auch im Close Quarter Battle anfühlen. Aber wie gesagt, allein schon der Recoil, ne, wenn man sich den vertikalen Recoil anguckt, 89 zu 63, es ist extrem spürbar. Die Waffe, die DTMDR meines Erachtens nach, war früher einmal mit einer der besten Waffen überhaupt, die man spielen konnte in Tarkov. Vom Recoil-Gefühl geht es auch wieder so in diese Richtung, aber ist halt nicht so wie früher. Meines Erachtens nach ist die SCAR-H in der großen Variante halt einfach die beste Waffe in diesem 7.62er Kaliber. Denn wir haben einfach sau wenig Recoil, wir sind bei einem 63er Recoil. Wir haben eine erhöhte Muzzle Velocity, das heißt also, ja, diese 9 Meter die Sekunde, das macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied, seien wir mal ehrlich. Aber die Kugel kommt schneller am Ziel an, was ganz nett sein kann. Wir haben einen Ticken weniger Feuerrate, das heißt, der Recoil an sich von der Waffe wird sich sowieso nochmal geiler anfühlen, das ist schon mal ganz nice. Dafür haben wir allerdings auch deutlich weniger Ergo als die DTMDR. Was ich euch damit sagen möchte, ich finde die SCAR-H geil, spiele allerdings auch die DTMDR. Beide Waffen sind nice. Ich zeige euch mal eben kurz einfach beide Recoils von den beiden Waffen. Es macht Spaß, beide Waffen zu spielen. Spielt einfach das, worauf ihr gerade Bock habt. Ganz ehrlich, man macht mit beiden Waffen wirklich nicht viel falsch. Wir fangen mit der 762er SCAR an. Zack. Also relativ decent. Man kann mit einem ganz simplen, ja, mit einer typischen Bewegung nach unten das Ganze einfach ein bisschen kompensieren. Bei der DTMDR sieht es halt schon einen Ticken anders aus. Aber auch hier muss man sagen, bei der SCAR-H springt die gerne mal ein bisschen mehr nach links und rechts und die DTMDR ist generell eher vertikal. Kann also an der Stelle ein Vorteil sein. Kommt, wie gesagt, ich wiederhole mich an der Stelle, einfach spielt das, worauf ihr Bock habt. Alright, wir sind heute für die Map in erster Linie auf Reserve unterwegs, weil ich da nämlich noch alle drei Shooter Born in Heaven Kills brauche. Ich habe mir diesen Wipe dezent Zeit gelassen, was das Questen generell angeht. Bin nämlich jetzt erst Level 54 geworden. Ich habe halt gefühlt keine Dailies oder sonst irgendwas gemacht. Deswegen sehr viel Zeit gelassen, diesen Wipe. Und wir haben tatsächlich auch einen direkten geilen Spawn für die Kuppel hier oben, was ganz nice ist. Wir gehen direkt mal auf Single Fire. Und wir schauen mal. Wir können jetzt uns tatsächlich auch einen SJ6-Stim reinziehen. In der Hoffnung. Ah, ich möchte eigentlich tatsächlich ein bisschen mehr einen Engel nach links auch noch haben. Wir können uns jetzt auch einen SJ6-Stim reinziehen, weil der müsste ebenfalls auch die Ausdauer von unseren Armen beeinträchtigen, was ganz nice ist. Das hört sich gut an, tatsächlich. Da könnten wir jetzt gleich einen Winkel drauf bekommen, aber wenn wir jetzt natürlich hier drauf in erster Linie versuchen, einen Winkel zu bekommen, verlieren wir halt unsere Chance, dass wir... No, no! Oh, ich hab mich zur Seite gelehnt. Nein! Warum habe ich mich zur Seite gelehnt?
Das hat irgendwie, es glitscht die Waffe raus, das ist uncool. Das heißt, die Person, die jetzt hier hinten gespawnt ist, ja, ist jetzt halt erstmal safe und da drin. Wir haben allerdings immer noch Shots hier hinten. Das ist halt jetzt die Frage, wollen wir den Kollegen abwarten oder wollen wir jetzt erstmal einen Blick nach rechts in Richtung... Ja, wie heißt es? In Richtung Dropraum wagen. Denn dort sind auch wirklich gerne mal Spieler. Schauen wir mal. Schade, schade, schade. Das wird halt wirklich, das war halt wirklich ein Kill, den wir wirklich gut hätten bekommen können. Hätte ich nicht direkt meine Shots daneben gesetzt. Mal gucken, wie sieht es hier oben aus? Nope, nope, nope. Ich weiß einfach jetzt schon, ich werde einfach im Nachhinein von diesem Video, werde ich einfach mit absoluter Sicherheit, werde ich einfach direkt Kommentare irgendwie bekommen. Übrigens, zu diesem Zeitpunkt in dem Video ist jemand komplett rechts irgendwie durchs Video gelaufen oder durchs Open Field gelaufen und du hast ihn nicht gesehen. Wie kannst du nur? Ich freue mich jetzt schon drauf. Wird interessant. Bin gespannt, wie häufig ich solche Kommentare bekommen werde. Aber gut, um generell jetzt einfach den Plan für diese Runde so ein bisschen, ja, zu erklären, damit ihr auch ein bisschen wisst, was ich genau vorhabe. Ich möchte halt jetzt einfach mal so ein bisschen gucken von hier oben vom Dome aus. Denn von hier oben hat man halt einfach eine wunderbare Möglichkeit irgendwie, ja, möglicherweise jemanden zu kriegen, den man halt spotten kann. Wir können uns auch einen Painkiller reinziehen, dann kriegen wir ein bisschen mehr Schärfe im Bild. Dann sehe ich persönlich auch noch besser direkt auf Distanz und kann nochmal einen Ticken besser spotten. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut jetzt sehen können, weil der Encoder reinscheißt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich möchte jetzt persönlich jetzt erstmal die ersten fünf, ja, sagen wir mal fünf Minuten, vielleicht noch ein bisschen länger, hier oben abwarten, weil wir halt einfach dadurch dann ein bisschen besser einschätzen können, beziehungsweise sehen können, wie viele Spieler hier oben sind. Und wie viele Leute sich dann in dem Bunker bewegen. Das mache ich persönlich auf Reserve sehr, sehr gerne, weil ich halt einfach nicht den Nicht-Shooter-Born in Heaven unbedingt forcen möchte, sondern ich möchte halt einfach ganz normal Reserve spielen. Wir spielen die ersten 5 Minuten oben und danach bewegen wir uns in den Bunker und machen Party. Das ist so meine Art und Weise, wie ich das Ganze spiele, weil ich persönlich spiele dann halt einfach, ja, einfach nur einen Long-Range-Scope drauf, im Sinne von Razer, Voodoo und Co. Habe dadurch dann die Möglichkeit, dass ich wirklich Kill-Potenzial habe auf Distanz. Und dann können wir weiterschauen. Aber aktuell haben wir hier halt gefühlt keine Bewegung. Dahinter haben wir halt wieder was, ne? Das ist ein bisschen blöd, weil dahinter haben wir keinen Engel großartig drauf. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, wie viel... Also was für eine Distanz bis es da hinten ist. Da müsste... Hätte ich halt am liebsten eigentlich einen Rangefinder mitnehmen können. Was ich jetzt allerdings natürlich nicht gemacht habe. Hat sich da unten gerade was bewegt? Da war das einfach nur der Baum. Jetzt kann ich nach rechts. Uncool. Gut, unseren Kollegen, der da hinten reingerannt ist, den haben wir komplett aus den Augen verloren. Was ja natürlich auch klar ist. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob es hier noch irgendwo was gibt. Ich bin nochmal generell gespannt, weil ich glaube, ich werde ja sowieso noch, gerade bei Reserve, noch ein bisschen länger dran sein, was das Ganze angeht. Da kann ich mir ja mal so gucken, 143, 146 Frames. Und kann man schauen, weil das dürfte jetzt tatsächlich auch das letzte Play-by-Play sein, was ich jetzt aufnehmen werde mit meinem jetzigen System. Denn der 7950X3D kommt mit dem neuen System, mit der 4080 kombiniert und 32 GB 6000 MHz RAM. Also für die ganzen Tech-Freunde da draußen. Das Ding wird wahrscheinlich ein absolutes Biest, was es gibt, vom Tarkov angeht. Ich habe absolut Bock darauf. Ich habe ja auch schon in meinem Settings-Video gesagt, dass ich dort ein komplettes Video zu machen werde zur Hardware mit Benchmarks und allem drum und dran. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Auf dem Second Channel werden wir halt die ganzen Benchmarks auch veröffentlichen. Dann dementsprechend mit meinem jetzigen System. Einfach halt, dass wir einen groben Vergleich haben. Und dann halt auch dementsprechend einmal mit dem neuen System, was sehr wahrscheinlich ein absolutes Biest sein wird für Escape from Tarkov und ich muss einfach sagen, ich freue mich auch vor allen Dingen auf die 7800X3D Generation von CPUs, die rauskommen werden, weil das ist halt High-End-Leistung für Tarkov auf einem deutlich angenehmeren Budget, beziehungsweise deutlich angenehmer, für einen deutlich angenehmeren Preis. Da bin ich echt gespannt drauf, wenn man das jetzt ganz natürlich vergleicht mit dem 7950X3D. Wird, glaube ich, ganz cool. Aber
glaube, das ist jetzt für mich jetzt auch schon das Ende, was meine Geduld angeht. Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich dann sage, yo, wir bewegen uns einmal in Richtung Bunker. Was ist das da? Das ist ein ganz normaler Skiff. Schaffe ich den von hier? Das ist ein Ja. Cool. Nice. Und das ist halt das Coole irgendwie. Man muss nicht großartig mit der M80 Munition großartig seine Shots leaden. So, ich habe persönlich das Empfinden, dass gerade diese Shots, die man auf Distanz raushaut mit dieser Waffe, wirklich sehr natürlich wirken können. Pink. Nope. Nope. Hallo. Sag mal. Ja, ich sollte mich vielleicht hinlegen. Aus dem Knien zu schießen ist halt immer echt blöd. Wo ist er hingegangen? Den würde ich ganz gerne noch ganz gerne mitnehmen. Ah, da ist er. Ja. Gut, jetzt ist halt das mit dem Atmen schwierig. Ja. Man könnte sich halt jetzt auch ein SJ6-Stim drücken. In der Hoffnung, dass man dann dort was sieht. Ich würde tatsächlich sagen, wir probieren was anderes. Wir probieren jetzt was ganz anderes. Shooterborn in Heaven ist wieder auf 100 Meter. Das heißt, wir müssen nicht so gnadenlos uns darauf forcieren, dass wir wirklich eine so extreme Distanz zum Ziel haben. Vielleicht können wir schon, wenn wir im Bereich Schule oder so sind, einen schönen Winkel auf 100 Meter kriegen, auf diese Shots, die wir jetzt gerade hören. Das probieren wir jetzt mal. Und von dort aus begeben wir uns dann in den Bunker. Oder machen dann Hermetic Door auf. Das können wir halt auch machen. Jetziges Ziel erstmal Schule. Wir laufen hier komplett über Open Field. Ich möchte allerdings schnell sein, deswegen ziehe ich mir jetzt einfach noch ein Propital rein. Und auf geht's. Propital habe ich halt jetzt den Vorteil, dass wenn ich angeschossen werde, ich heile mich direkt halt hoch. Und habe ebenfalls noch einen Painkiller-Effekt drin. Was halt immer echt angenehm ist. Ich kriege die Frage tatsächlich noch relativ häufig, wie es denn genau aussieht mit, warum ich mir immer einen Ibuprofen reinhaue oder einen Golden Star oder sonstiges. Persönlich, ich nutze immer nur Ibuprofen und Golden Star, weil ich dann halt die Möglichkeit habe, wenn ich beide Items auf einen Nutzen runter benutzt habe, habe ich dann halt die Möglichkeit... Hallo? Hallo? Kriege ich irgendwie einen Right Angle da drauf? Das wäre wunderschön. Da oben ist er. Was ist denn jetzt hier los? Das ist der Spieler, okay. Aber wir haben immer noch unseren Kollegen hinten. Was war das denn jetzt? Das war ein Skiff-Spieler. Okay, aber ich möchte unseren Shooterborn in Heaven Kill da hinten machen. Halt, stopp. Du wirst doch mit absoluter Sicherheit gucken, oder? Irgendwie... Ist das dieser Waffenbug, dass ich irgendwie keine Stamina habe? Davon hatte mir Chiki mal erzählt. Dass man irgendwie keine Stamina hat. Obwohl man auch volle Stamina hat. Also zumindest, dass die Arm-Stamina irgendwie verbuggt ist. Da oben ist noch was drin, ne? Ja, haben wir. Nice. Schön! Sind das 100 Meter? Das ist die Frage aller Fragen. Let's go, wir haben unseren ersten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir immer noch einen Medic. Und wir haben gerade immer noch die ganzen Shots hinten beim Bahnhof die ganze Zeit gehört. Das könnte jetzt sein, dass wir dort noch die Möglichkeit haben, jemanden hier beim Bahnhof zu killen. Aber gleichzeitig haben wir auch jemanden sehr wahrscheinlich in dem Gebäude hier drin. Wenn ich das gerade richtig gedeutet habe zumindest. Scheinbar nicht. So, von hier aus einmal bitte gucken. Irgendwas. Stimmt, da oben ist ein Dach. Ich habe tatsächlich das Dach hier oben gar nicht geklärt. Okay.
Gut, das waren die Steps, die wir links von uns gehört haben. Wie sieht's hier aus? Irgendwas an Movement. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ich bin halt jetzt, ich frag mich gerade, ob ich jetzt hier die Möglichkeit habe, möglicherweise eine Granate zu schmeißen. In dem Bereich da hinten, in der Hoffnung, dass dann ein paar Leute hier aus dem Bahnhof rauspieken. Um dann die Richtung zu clearen. Weil wir hatten ja gerade eben da in dem Bereich Shots. Ich glaube, das ist nicht der beste Call. Ich glaube, wir gehen nämlich jetzt einmal auf die Position von unserem Sniper-Kollegen. Das machen wir. Gucken uns von dort aus den Bahnhof an. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt? Ich habe einen Pain. Moment. Nächste Granate, die ist böse. Der scheint irgendwie da rechts in so einem... Weiß nicht genau, wo er ist. Such ihn mal zu Pixelpeaken. Nope. Da hätte ich ihn jetzt drin erwartet, genau in dem Raum. Hä? Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt. Vielleicht sogar unten in der 1. Nein. Da drin auch nicht. Okay. Wir bauen mal ein bisschen Distanz auf. Vielleicht ist es ein Spieler. Wenn es ein Spieler ist, dann haben wir da die Möglichkeit, noch einen weiteren Shooter Born in Heaven hier aus der Runde rauszuholen. Und das wäre absolut geil. Aber leider schafft man das wahrscheinlich nicht mit einem Arm. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, dass wir hinter die Betonklötze hier uns springen. Und holen uns den Arm wieder. Wenn das jetzt vom Timing her passt, könnten wir hier nochmal direkt den nächsten 100 Meter Kill machen. Aber es ist halt immer auch für mich persönlich schwierig, wenn ich auf Shooter Born in Heaven aktiv spiele, muss man ja immer nochmal aktiv irgendwie Distanz zum Ziel aufbauen. Und daran denke ich in den seltensten Fällen, weil ich halt einfach ein Vollidiot bin, der gerne reinpusht. Das hat nichts mit irgendwie Shift-W und aggressivem Playstyle zu tun, das ist halt einfach ein dummer Playstyle. Sagen wir es so, wie es ist. Okay. Ich habe halt nach rechts von mir überhaupt nicht geklärt, was nicht sehr smart ist. Das ist aber ein Skiff. Das ist allerdings ein Skiff an der Stelle. Den brauchen wir nicht. Gucken wir erstmal, was hat der hier gemacht? Natürlich hat er Shooter Born in Heaven gemacht, so wie es aussieht. Zack, zack. Können wir mal eben kurz nachstecken. Schnappen wir uns die Max, weil der hat eh die gleichen, wie heißt es? Die gleiche Munition wie ich, kann also nicht schaden. Und vor allem, wenn ich denn den DTMDR spielen werde, ist es auch sowieso angenehm. SR-25, auch eine saubeliebte Waffe tatsächlich. Für Shooter Born in Heaven, weil es eine Single-Fire-Waffe ist. Ich glaube, die wenigsten Spieler greifen wirklich aktiv zur Bolt-Action. Es ist halt wirklich dann in dem Fall immer ganz angenehm, wenn man entweder Full-Auto hat oder halt Semi-Auto. Gut. Den Skaff haben wir auf jeden Fall am Leben gelassen. Das passt alles ganz entspannt. Dann gucken wir doch mal hier so ein bisschen in die Richtung. Und vor allen Dingen, warum sind hier so viele Granaten geflogen eben? Ich meine, das waren ja wirklich in erster Linie Granaten, die wir dort mitbekommen haben auf die Distanz. Ich meine, Glukar kann unten spawnen. Und das würde ich jetzt auch direkt abchecken. Ist das der wunderbare Herr Glukar, der unten gespawnt ist? Wir hoffen jetzt an der Stelle einfach mal, dass einer der Player-Scavs, die jetzt gerade reingespawnt sind, Hermetic Door aufmachen. In dem Fall wäre das einfach die, diese große Bunkertür. Und der nervige Alarm, so wie der Alarm getriggert wird, haben die ebenfalls auch eine Chance, die Raider reinzuspawnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein paar Player-Scavs, die jetzt gerade reingespawnt sind, geil sind auf den Loot der Raider. Das ist eine sehr, sehr beliebte Strategie, die tatsächlich auf Reserve gespielt wird als Player-Scav. Ah, schauen wir mal. Pokern wir mal. Vielleicht passiert es genauso, wie ich es mir erhoffe. Dann könnten wir direkt hier auch extracten. Das wäre natürlich sau, sau geil. Zwei, ne? Das sind zwei Spieler, die wir jetzt hier gerade gehört haben.
Einer will. Ah, okay. Er ist ein Skiff. Den konnte ich jetzt gerade gar nicht identifizieren. Und wo die Shots kamen. Suchen wir uns mal ein bisschen Hardcover hier hinter den Sandbags. Ne? Nee, okay. Irgendwo aus der Richtung, aber gesehen habe ich jetzt halt überhaupt nichts. Wir ziehen uns Evos rein, dann schwinge ich mich einfach direkt mal nach unten. Und auf geht's. So. Nochmal nachladen, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nachgeladen habe. Heieiei, lass nicht drüber reden. Wir könnten hier mal eben kurz eine Granate schmeißen, um zu gucken, ob irgendein Boss drauf reagiert. Das ist auf jeden Fall ein Skev. Oder auch zwei. Schön. Zwei Skevs nehmen wir in dem Fall mit. Eins, zwei. Wobei, ich glaube, ich muss hier unten tatsächlich auch noch Skev-Kills machen für eine Quest. Wie gesagt, ich habe halt alle meine Quests komplett ignoriert gefühlt. Ich glaube, ich war hier noch nie drin. War das über uns? Möglich, ne? Schauen wir mal. Kann man hier irgendwie lang gehen, reingehen? No? No? Ah, irgendwann Map Expansion. Ich war wirklich in meiner gesamten Zeit, ne, Escape from Tarkov, war ich noch kein einziges Mal hier. Und wir sagen es auch so, ich werde auch erstmal nicht wieder dahin gehen. Aber gut, es ist halt, egal wie viele Spielstunden hat man, man hat ein Escape from Tarkov. Skevs sind immer noch besser als alles andere. Freunde, wie häufig wurdet ihr schon von Skevs über den Haufen geschossen? An der Stelle, ich weiß nicht, wie ich das hätte besser spielen können. Es sind Skevs. Manchmal steckt man da einfach nicht drin. Egal, wie viele Spielstunden man hat. Aber, meine Lieben, wir haben 122,3 Meter einen wunderbaren Headshot auf einem Bear bekommen. Das heißt, unser erster Shooter Born in Heaven Kill ist abgeschlossen. Sagt mir auf jeden Fall gerne Bescheid, ob ihr eher Team DTMDR762 oder Scar H seid. Sagt mir da gerne mal Bescheid. Und vor allen Dingen haut mir auch gerne in die Kommentare, wo das nächste Tag auf Play by Play sein soll. Meine Lieben, ich wünsche euch noch geile Raids.